Lexikon. Kuh. Keine aus der Schweiz. Würde ich Spanisch sprechen, lese ich El País, könnte ich besser Englisch, den Guardian. Sonst lese ich die NZZ natürlich oder die FAZ. James Turrell, als Künstler generell, einige seiner Werke. Wahrscheinlich ein Junge noch unentdeckte, aber das ist die Antwort schwierig. Andererseits, sicher ist Urs Fischer Kaufmann jetzt nicht schlecht. Swissair ehemals und Lufthansa jetzt. Jürgen Teller machte eines, das hieß, es gab 2 Jahre lang gab es die Nummer, das hieß, es war ein, schon eine Wiederbelebung damals in 1993 war das, Nova hieß es, das gab es in den 70ern, er hat es gerevivelt, es ging nach einem Jahr zu, jede Frauenzeitschrift, die dieses Modell wiederbelebt, wird siegen. Warum es keiner macht, weiß ich nicht. Copy-Paste Metropole. Mitdenken. Keine sind viele. Dieselbe wie bei H&M. Großartig, dass es mehr oder weniger Anständiges zu so tiefen Preisen geben kann. Besser nicht fragen, woher und wie es entsteht. Aber auch traurig, dass es sehr kurze Lebensdauer hat. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis kann man eigentlich für ein Objekt erst nach 10 Jahren beantworten. Wenn man es immer noch tragen kann oder damit umgehen kann, dann ist vielleicht der teurere Anschaffungspreis am Anfang weit ökonomischer, als wenn man das gleiche Teil das dritte oder vierte Mal hätte kaufen müssen. Widerstände, gegen die man als Verleger oder Verlegerbuchhändler ankämpfen muss in ökonomischer Natur. Tarife der Schweizer Post zum Beispiel. Früher glaubte ich, dass man beruflich mit einer Entscheidung mehrere Jahrzehnte glücklich arbeiten kann. Heute glaube ich, dass man sich regelmäßig erneuern muss, um motiviert und interessiert und neugierig zu bleiben.